bei Südwild. Der Poltergeist von Rosenheim. Wir suchen Erklärungen für den mysteriösen Fall von 1967. Vor 42 Jahren. Wir gehen erstmal in der Zeit zurück, am Anfang unserer Sendung. Da gab es hier mysteriöse Vorfälle in Rosenheim. 200 Meter von hier entfernt ist die Kanzlei Adam. Und da gab es Sachen, die konnte sich kein Mensch erklären. Ja, also wirklich, die Leute, die das hier mitbekommen haben, wissen bis heute nicht, was ist da wirklich passiert. Auch dieser Herr hier hinten, Erich Schadl, der weiß auch nicht wirklich, was da passiert ist, obwohl er es mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Ja, und was es jetzt ist, das schauen wir uns am besten gleich mal an. Die mysteriösen Vorfälle aus Rosenheim aus dem Jahr 1967. In diesem Haus in Rosenheim spukt es. Unheimliche Dinge geschehen seit 6 Monaten in der Kanzlei von Sigmund Adam. Es begann damit, dass sämtliche Telefone der Nebensprechanlage plötzlich grundlos gleichzeitig klingelten. Schüsse knallten aus verschiedenen Stellen der Wand. Und ohne ersichtlichen Kurzschluss fielen die Sicherungen aus. Aus dem elektrischen Kopiergerät spritzt der Entwickler. Und Neonröhren fielen von der Decke. Kaum waren die Scherben aufgekehrt, zerbarsten Glühlampen in ihren Fassungen. Die Telefonzähluhr registrierte Gespräche, die nicht geführt wurden. Die Post hat dann auf meinen Wunsch eine Kontrolleinrichtung angebracht und sämtliche Gespräche erfasst und registriert. Bereits nach den ersten Tagen stellte ich fest, dass der Zähler eine Reihe von Einheiten aufwies, obwohl in der Zwischenzeit Gespräche nicht geführt waren. Sie sehen auf dieser Liste eine Unzahl von Anrufen der Zeitansage, so sollen allein am 20.10. von 7.42 Uhr früh bis 9.10 Uhr 60 Mal die Zeitansage ununterbrochen gewählt und angerufen worden sein. Die Post ist von der Zuverlässigkeit ihrer technischen Einrichtungen überzeugt. Doch auch die Stadtwerke Rosenheim stellten Messungen an. Und ihre Spannungsschreiber registrierten mysteriöse Ausschläge. Der Leiter der städtischen Revisionsabteilung, Paul Brunner, ist überzeugt, dass die Diagramme stimmen. Ich glaube nicht, dass ein Laie in der Lage ist, diese Ausschläge zu simulieren. Ist in Ihrer Praxis schon mal was Ähnliches passiert? Wir haben uns alle, die wir in der Technik, in den Stadtwerken da verantwortlich sind, besprochen. Und keiner von uns kann sich je erinnern, dass so etwas in Rosenheim schon einmal vorgekommen wäre. Ich habe mich auch in München beim elektrischen Prüfamt erkundigt. Und auch den Herren da oben ist derartiges nicht bekannt. Nun ist es 11:45 und 10 Sekunden. Und bei uns zu Gast am Sendebus hier in Rosenheim ist jetzt Erich Schadl. Hallo Herr Schadl, Sie waren damals Elektromeister des Elektrizitätswerks in Rosenheim. Warum wurden Sie damals in diese Kanzlei gerufen? Wir wurden von der Firma Stern, Installationsfirma von Rosenheim, gerufen, weil in der Rechtsanwaltskanzlei Dinge vorgekommen sind, die sie sich nicht erklären konnten. Zum Beispiel, dass sich also Leuchtstoffröhren drehen, dass dann das Licht ausgeht. Und was haben Sie jetzt damit zu tun gehabt? Also warum wurden ausgerechnet Sie gerufen? Wir wurden, sage ich mal, immer gerufen, wenn sich die normalen Firmen in Anführungszeichen nicht mehr auskannten. Wir hatten spezielle Messgeräte und Erfahrung in der Revisionsabteilung, im Prüfamt, bei den Stadtwerken. Und dann gab es Erscheinungen, dass 3, 4 Sicherungsautomaten auf einmal rausgefallen sind. Es gab Knallerscheinungen in der Wohnung. Und das haben sich die nicht erklären können, obwohl sie selber Messungen schon durchgeführt haben. Was haben Sie damals alles gesehen mit Ihren eigenen Augen?
Mit eigenen Augen habe ich gesehen, dass zunächst einmal, wie vorhin schon angesprochen, bei der Telefonanlage der Einheitenschreiber zwei Einheiten auf einmal immer vorrückt. Das ist also normalerweise überhaupt nicht möglich. Bei einem Ferngespräch dauert es halt, geht es schneller. Und zwei Einheiten vorrücken, das kann normal von der Technik her nicht möglich sein. Sie haben zum Beispiel auch Leuchtstoffröhren gesehen, die sich selbst rausgedreht haben, oder wie war das genau? Ja, die sollen, selber habe ich es nicht gesehen, die sollen sich gedreht haben, das Licht ausgeht und sogar so gedreht haben, dass sie auf den Boden gefallen sind. Die Räume waren immerhin 3,5 Meter hoch fast und es war also mit Sicherheit Schabernack ausgeschlossen. Wir haben dann entsprechende Messungen durchgeführt im gesamten Bereich der Wohnung und auch des Büros und auch im ganzen Haus und umliegenden Häusern und haben also nirgends Fehler in den Leitungen festgestellt. Was haben Sie sich damals gedacht? Haben Sie selbst gedacht, Sie sind verrückt oder was haben Sie gedacht? Ja, wir haben uns gedacht, das kann also nur vom Netz außen irgendwo herkommen, Überspannungen, Überströme aus irgendwelchen Bereichen, Aggregaten oder Hochspannungsanlagen. Wir haben alles abgesucht. Wir haben also nichts gefunden für die Technik, was für uns klar, den Fehler finden wir. Aber wir haben ihn nicht gefunden. Es gab dann eine andere Vermutung, und zwar eine Angestellte, die in dieser Kanzlei gearbeitet hat. Die soll dann irgendwie der Grund gewesen sein. Ja, der Grund, also es war die Annemie Schaberl, die hat mit der Sache zu tun, in Anführungszeichen. Sie war da drin als Lehrling und war oft sehr erregt, wenn sich wieder irgendwas gerührt hat, wenn es wieder Lampen zerrissen hat, eine Leuchtstofflampe bzw. auch Glühlampen zerrissen hat. Und man vermutet, dass da Zusammenhang besteht, dass irgendwelche Phänomene sich entwickelt haben, die dazu geführt haben, dass das alles passiert ist. Und die hat dann irgendwann mal aufgehört und dann haben auch diese Phänomene aufgehört, oder wie war das genau? Ja, so war es. Die Lehrzeit war beendet. Sie wurde dann, glaube ich, nicht übernommen. Da hat es aufgehört. Und auch in der Zwischenzeit, wenn sie Urlaub gehabt hat oder Samstag, Sonntag, wir haben ja laufend Messgeräte hängen gehabt. Und da war nie was los, nur wenn die Anwesenheit von der Annemarie Schaberl war. Sie kennen diese Frau immer noch. Sie lebt immer noch in Rosenheim. Und diese Phänomene, die haben diese Frau weiter begleitet. Also sie war zum Beispiel mal in der Kegelbahn. Ja, sie lebt jetzt nicht in Rosenheim, aber ich habe es vor 10 Jahren noch mal kennengelernt. Es passiert jetzt nichts mehr, aber nachdem sie beim Rechtsanwalt Adam dann ausgeschieden ist, wenn sie privat vorgegangen ist, habe ich mir sagen lassen, die Bundeskegelbahn bei uns, die hat verrückt gespielt mit der Anzeige, wenn die gekegelt hat. Das sind so Dinge, die nebenbei noch passiert sind, aber für uns als Techniker natürlich auch nicht erklärlich waren. Also Sie standen da wirklich vor einem riesengroßen Rätsel und es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn es euch beide damals schon gegeben hätte. Alex und Melanie, ihr seid vom Ghost Hunter Team Bayern. Schön, dass ihr heute auch da seid. Was sagt ihr denn jetzt zu diesem Phänomen da in Rosenheim von 1967? Gut, okay, das ist für uns, wir nehmen an, dass das ein typisches Poltergeist-Phänomen ist. Poltergeist-Phänomen ist eigentlich erklärungsmäßig so, dass es durch Telekinese oder Psychokinese ausgelöst wird, und zwar von einer einzigen Person, die sogenannte Fokusperson. Das war eben damals diese... Was ist Telekinese? Wenn man durch die Kraft der Gedanken Gegenstände bewegt. Und das ist beim Poltergeist-Phänomen eben, tritt es gerade in Stresssituationen auf, also gerade auch bei Jugendlichen in der Pubertät und so. Und da entlädt sich dann die ganze Anspannung urplötzlich und dadurch löst man unbewusst dann auch das Poltergeist-Phänomen aus.